Und jetzt wird's schwierig. Der schwierigste Punkt im gesamten Spiel. Denn jetzt, wir werden es dann gleich sehen. I will wake Kevin AP. You look like you don't have the faintest idea where you are. Why then allow me to engine like the new? The people of the stars have decided this ancient temple to the dragon star. This is where the five Sinus dragon birthmarks on their arms will summon the crimson dragon. Now is anything coming back to you? You see, it was the one who graved that mark of the dragon onto you. You were destined to become a signer, destroyed with the power of summon the great crimson dragon. A signer belongs to a select group of people chosen by the stars to call upon the legendary dragon. To recall the day you escaped from the research center and went to satellite. I searched the high and low for you, and ever since the detonation center, I've been monitoring you. I waited and waited for the day when you should become the duelist with the ultimate power I seek. Finally, the day has come. It's truly believed that the power of the dragon grows in proportion to the duelist's own abilities. And as Richard, I truly am grateful to become this. You have come this far. That was Magazine. Man-made imitation, but this power is equal to that of the real thing. The dragon's power will only one again on the dragon's power will once again to be mine. Oh mein Gott! Und jetzt kommt es, warum es so schwer ist. Hier seht ihr, es ist total verpixelt hier der Boden. Oh mein Gott! Why the surprise? After you, there are your brothers. In the sense that you are all the signers, as well as clones. The Crimson Dragon will awaken when the sheer power of dualistic intensives to higher levels. Now then, let us bring this in the grand final. Let the duels begin. Na, habt ihr schon, was wir jetzt machen müssen? Wir müssen jetzt uns mit allen vier duellieren und das hintereinander. Es gibt keine Pausen. Die Lebenspunkte bleiben nach jedem Duell gleich. Und ja, man muss gegen diese vier Duellanten viermal, man muss gegen diese vier auf einmal kämpfen und man kann nicht zwischenspeichern. Und immer wenn man einmal verliert, muss man alles komplett neu machen. Und das ist krank. Das ist wirklich die schwerste Stelle im gesamten Spiel. Wir werden hier wahrscheinlich ewig lange davor hocken und ich werde auch bestimmt auch Freakouts kriegen. Also kann ich euch schon mal vorwarnen, was alles passieren wird. Zombie World, der benutzt Zombie. Also er hat jetzt momentan ein Zombie-Deck, wie ihr sicherlich merken könnt. Oh nein, roter Zombie-Drache. Und ich werde das fünfmal versuchen. Wenn wir es fünfmal nicht schaffen, werde ich Cheats verwenden. Weil das einfach nur unmenschlich ist, was man hier machen muss. Also es ist einfach nur... Das ist nicht mehr schön, sag mal so. So, wir müssen die Zombies mit unseren Kriegern abmetzeln. Hoffentlich schaffen wir es. Ich setze jetzt mal mystische Schwertkämpfe Level 4 verdeckt. Aber ich habe es einmal geschafft bis jetzt. Aber da hatte ich echt Fusel. Schwerer Sturm, ist klar. Das fängt ja schon mal gut an.
Also ne, ich warne euch vor, ich mache das 5 Parts maximal lang. Also nicht 5 Duelle, sondern 5 Parts maximal mache ich das. Und ein Part wird eine halbe Stunde lang dauern und wenn wir es bis dahin nicht haben, dann werde ich cheaten. Ich weiß zwar nicht, wie man hier Cheats verwendet, aber ich werde es schon herausfinden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Er langweilt mich gerade ziemlich. Na cool, danke, dass er unseren Schwertkämpfer zurückholt. Naja, geht es für verdeckte oder nur für Verteidigungsmonster? Facedown, also heißt verdeckt. Hey, wo ist jetzt? Achso, der Inferno, so muss der Ruf rein. Ich dachte, das wäre wie seichtes Grab, das. Beide Spieler, egal. Ja, pff, Doppelkill. Weil wenn wir den zerstören, ruft er sich Ryokoki. Und wenn wir nichts machen, greift er uns an, ruft sich dann Ryokoki und greift mit dem und mit dem direkt. Deswegen, jetzt kriege ich lieber eine direkte Attacke, als dass er, ja, es hat etwas Fieses vorhat. Oh Mann, jetzt kommt ein Synchro, er ruft sich, wie heißt die? Hades, ne? Hades, ja. Oh Gott. Und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Jetzt ruft er sich Dunkler Drache. Ich kenne das Deck schon, fragt sich nur warum, ich habe das schon tausendmal gemacht. Selbst in meinem echten Deck, das ich hier nachgemacht habe, konnte ich nicht gegen diese vier hintereinander gewinnen. Also müssen wir jetzt ein Deck aufbauen, das heftiger ist als mein echtes Deck. Aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ich glaube eher, dass wir cheaten werden, aber nun gut. So, jetzt müssen wir verteidigen, wir haben keine andere Wahl. Ja, er macht unser Matase kalt. Also 5 Parts will ich daran verschwenden, ne? Also wir machen nicht so Structure Deck-Duelle wieder. Weil, pff, ja, einfach nur nervig. So, die Nachladenkarte kommt uns genau richtig. Seufz. Und jetzt fängt es langsam an ätzend zu werden. Das ist so der Punkt, da. Ja. Da fängt es zum Nerven an. Und ich wette, gleich werde ich ein bisschen. Merkwürdig. Also wieder so crazy wie im letzten. Also wie in. Wie vor 2 Parts oder vor 2-3 Parts. Gut, dann machen wir es eben so. Ich hoffe, er setzt seinen Effekt nicht ein. Da kann er nämlich unser Monster auf den Friedhof setzen, aber sein Monster verliert 500 Angriffskraft. Aber wenn er es angreift, überlebt unser Monster. Na, bin gespannt, was er macht. Er greift an, unser Monster überlebt die Attacke. Weil es nur mit einem. Ja, komm, das mache ich jetzt einfach und leg Gifrit, der Schwertmeister, ab. So einfach geht es nicht, mein kloniger Freund. Ja, das kommt der Effekt von ihm. Oder von mir, was weiß ich. Yep, jetzt können wir seinen Drachen zur Hölle schicken. Zack, 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 zack. Bam! Und er fehlt 200 Lebenspunkte. In der Endphase. Achso, ja, und das kommt jetzt in die Verteidigung. Okay. Jetzt bin ich wieder dran. Ich hasse mich. Ich hasse mich, 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 ich hasse mich. LOL. Ja. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Andere Musik. Andere Musik. Perfekt. Ne, warte, die Musik ist ein bisschen buggy. Bum, 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 die Musik passt. Diese Musik passt. Gut, dass ich eine Speedtaste habe. Wo ich das auf meinem DS gezockt habe, das war vielleicht extrem nervig. Boah, ständig diese scheiß Dialoge. Meine Fresse. So, jetzt.
Und ich werde mir kein neues Deck aufbauen. Ich will's. Ich mach das jetzt mit diesem Deck. Egal was abgeht. Und selbst wenn ich cheaten muss, um zu gewinnen. Ist mir scheißegal. So, ich mach's mit diesem Deck. Spiel ich mit denen mal, ruf ich mit denen mal. Und dann spiele ich ihn gleich. Vor dem Tempel erscheint ein Krieger. Den rüsten wir dann aus. Jetzt kann er gar nicht mehr zerstört werden. Und wir greifen seinen Metsugi an. Und metzeln ihn. Nein! Das ist so der ätzendste Punkt im ganzen Spiel. Da gibt es mir wahrscheinlich recht für ein paar Leute, die... Ich krieg gerade gleich einen Herzkasper, wenn es so weitergeht. So, dann spiele ich, in der Hölle Yu-Gi-Oh! Oh Mann, jetzt fange ich langsam an, Scheiße zu reden. Das ist so die erste Phase. Kevin redet Scheiße. Ja, was macht ihr jetzt? Jetzt bin ich wütend! Zack, weg mit seinem... mit seinem scheiß Minotaurus Dings da oder was weiß ich. In Phase. Das hätte ich mir denken können. Das hätte ich mir auch denken können. Und das hätte ich mir auch denken können. Und das hätte ich mir auch denken können. 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 Und das hätte ich mir auch denken können. Alter, jetzt übertreibt's halt! Wie viel Spezialbeschwörungen waren das jetzt? Hurra, ich liebe es. Wir schaffen nicht einmal den ersten. Ich soll es dann später weitergehen? Naja. Cheats werden wir verwenden, das kann ich euch schon vorhersagen. Da 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 da. Klatsch. Und so geht es jetzt 5 Parts lang, glaube ich. Am besten spült ihr 5 Parts vor, wenn ihr das sehen wollt, nicht sehen wollt. Das ist doch nervig. Das ist doch nervig. Das ist so nervig. Ah, ja, Konami, fickt euch ins Knie. Konami, ich hasse dich, Konami. Na, Konami, findest du das geil? Mich zu nerven, was? Aber langsam werde ich wieder ein paar Parts. Die will uns helfen. Zack. Kein Kommentar, also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist die asozialste Stelle, die ich in einem Spiel bis jetzt erleben musste. Als ob das Spaß machen würde. Seufz, nix da. Zack, zack. Was? Ach, aktiviert perfekt. Wir haben unsere eigene Falle negiert. Also ihr merkt, ich kommentiere langsam nicht mehr so viel. Wir können nicht einmal Zauberkarten spielen, was geht? Achso, alle Monster sind jetzt Zombie-Monster. Und diese Klinge funktioniert bei Kriegermonster. Da kann es gar nicht mehr kommen. Naja, egal.
soll mir recht sein, in 5 Parts kommen Cheats. Als hätten wir jetzt nicht schon genug Monster auf dem Feld. Leute, überspringt bitte die 5 Parts, wenn ihr euch nicht langweilen wollt. Weil das lohnt sich nicht, das Ganze anzuschauen. Ich mache das jetzt einfach nur so, damit ihr einen Grund habt, damit ich Cheats verwenden kann. Weil das ist doch echt asozial. Diese Stelle ist asozial. Dieses Spiel ist asozial. Warum habe ich das Let's Playen wollen? Ich wusste, dass es irgendwann so kommt, dass ich hier an diese Stelle komme. Das war mir schon klar, bevor ich dieses Let's Play gestartet habe. Und ich wusste auch, dass ich da hängen werde. Und ich wusste auch, dass es ätzen wird. Das habe ich mir eigentlich selber zuzuschreiben, dass ich mir dieses Spiel ausgesucht habe zum Let's Playen. Und ich wusste, dass ich hier lange sein werde. An dieser Scheißstelle. Und jetzt die nächste Phase ist Aggression. Also gleich würde ich aggressiv, nehme ich an. Ungefähr würde ich... Ich glaube, ich werde aggressiv, wenn ich das Spiel verliere. Oder wenn er jetzt wie zum Beispiel die Feinkarten aktiviert. Aber jetzt bin ich noch ganz gelassen, weil ich es ein bisschen amüsant finde, dass du mich so fertig machst. Ist doch asozial, oder? Seht euch das an! Asozial. Asozial. Das Spiel ist asozial. Das Spiel ist asozial. 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 A-S-S-O-T-I-A-L. Asozial. Eieiei. Asozial. Asozial. A-S-S-O-T-I-A-L. Dieses Spiel ist sowas von asozial. Es regt mich sowas von auf. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Ich hasse es, ich will nicht mehr spielen, aber ich mach's trotzdem. Ich hasse dieses Spiel. Dieses Spiel nervt mich und regt mich auf. Dieses scheiß Spiel ist scheiße. Leck mich, Spiel, leck mich. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Mein linker Fuß ist eingeschlafen. Wach auf, Fuß! Wach auf! Fuß! Wach auf, du scheiß linker Fuß! Wach auf! Das ist nicht... Ich weiß, das Spiel ist langweilig, aber... Sogar mein Fuß findet das Spiel schon langweilig mittlerweile. Ja, wir werden gnadenlos in den Boden gestampft. Ich glaube, ich nehme mal ein anderes Deck. Ich wollte zwar das Deck bis zum Ende verwenden, aber drauf geschissen. Es musste ja so zu kommen. Was haben sich die Macher dabei gedacht? Als ob das Spaß machen würde, ständig zu verlieren. Power auf YouTube nehme ich jetzt mal, vielleicht geht's ja mit dem Deck. Spielt eher auf Verteidigung als auf Krieger. Das ist wieder so eine Spielzeitfresse, dass
dass die Leute vor, länger vor dem Spiel sitzen, weil das ist hier jetzt fast das Ende vom Spiel, gell? Es wäre eigentlich nur das Finale gekommen und dann bauen sie noch sowas ein, damit das Spiel sich in die Länge zieht, damit die länger vor dem Spiel sitzen. Und damit es besser wirkt quasi. Dass das so lang dauert, aber das ist doch scheiße, sowas. Damit zwingt man den Spieler quasi länger vor einer einzigen Sache zu sitzen. Und das ist doch scheiße. Das langweilt auch mittlerweile mit der Zeit. Ihr merkt schon, ihr langsam geht bei euch die Langeweile los, würde ich meinen. Aber mal ernsthaft, Spieleentwickler, macht doch sowas nicht. Das ist doch scheiße, sowas. Ich meine, das Spiel sollte Spaß machen und... Spiele sollen ja Spaß machen, aber sie sollen doch nicht einem zwingen, da stundenlang an einer Stelle darum zu machen. Was? Aktivieren? Ja, wenn er irgendwas Fieses spielt, dann setzt man sie halt ein. Mhm. Ja, die Musik wird mich ein bisschen beruhigen. Morrowind-Musik. Gut, dann. Ich weiß, was er vorhat. Und so stellen wir unser eigenes Monster halt eben. So. Na, ich hätte es machen sollen, wenn er angegriffen hätte. Ich hasse dieses Spiel. Dieses Spiel ist scheiße. Dieses Spiel ist zum Kotzen. Es kotzt mich sowas von an. Und es macht keinen Spaß mehr, schon seit Jahren. Ich will nicht mehr dieses Spiel let's playen. Ich will dieses Spiel fertig haben, aber es dauert so viele Jahre, bis ich's habe. Dieses Spiel regt mich auf, sowas von. Und dieses Spiel ist scheiße und langweilig und ein asoziale Stelle hat es. Dieses Spiel. Und ich mache mal kurz Pause. Und da bin ich wieder. Vor allem müsste jetzt meine Mutter gehört haben, ne? Seufz! Ja, und es geht immer noch weiter. Ich freue mich sowas von gar nicht. Was soll das? Nein, ich will das Feld nicht überprüfen. Ja. Nein! Wie kann man das nicht ausschalten? Ich will das Feld nicht überprüfen. Hallo! Hallo! Spiel! Falsch wieder verzogen, den Emulator. Nein, ich will das Spielfeld nicht überprüfen! Kann man das nicht ausschalten? Nein! Wie kann man das denn ausschalten jetzt? Nein! Nein! Ich will das Spiel... Also willst du mich verarschen? Ich will das Spielfeld nicht überprüfen! Ich will das Spielfeld nicht überprüfen! Lass mich nicht! Nein! Ich will dieses Spielfeld nicht überprüfen! Halt's mal, du Scheißspiel! Nein! Ja, doch! Ja, oh, wird annulliert! Nein! Ich will das Scheißspielfeld nicht überprüfen! Hallo? Ey, oh! Warum greift er mir gleich mit seinem Hardis an? Dann ersparen wir uns Zeit! So! Oh, Spiel, du regst mich auf. So, noch ein letztes Mal. Nix. Ich folge keinem NPC.
So, zack, zack, bla bla, und ich bin weh, jetzt kommt wieder dieses Spielfeld überprüfen. Hä, hey, was ist jetzt los? Hallo? Ah! Hä? Hallo? Ich tipp da, jetzt geht nichts mehr. Jetzt geht's wieder. Was war denn da gerade los? Keine Ahnung. Weh, jetzt kommt Spielfeld überprüfen. Dann gibt's einen Freakout, der sich den wie es noch nie in einem Let's Play auf YouTube gegeben hat. Nein, keine Kette, bitte. Zack. Zack. So, die jetzt verdeckt. Zack. Und die Blitzklinge auf Dunkelklinge. Da haben wir eine Blitzklinge. Haha. Dann ist sie nicht mehr dunkel, da haben wir eine dunkle Blitzklinge. Genau so ist es richtig. So. Endphase. Ich liebe es. Schwerer Sturm, natürlich benutzt der schwere Sturm. Wie sollte es auch anders sein? Ach ja, Jemine. Schwerer Sturm verendet der gleich am Anfang. Ich glaub's nicht. Ich werd noch verrückt. Dieses Spiel macht mich sowas von crazy. Ach, geil, ich liebe es. Oh, ja genau. Ja genau. Mhm. Ahem. Ja genau, Effekt zerstört. Ahem. So, zack. Und jetzt kommt wahrscheinlich eine mythische Raumtelefonkarte. Ich wette. Wie viel wollen wir darüber wetten? Keine Ahnung. Oh Junge. Ja genau, er greift an. Ja. Wie sollte es auch anders sein? So. Moment mal, wir haben doch ein anderes Deck verwendet, oder? Ah, ich habe vergessen, das Deck zu speichern. Ja, genau! Ahem! Genau! Na, was kommt jetzt? Aha! Naja, kann aber nicht angreifen. Mystischer Untertitel. Okay, er kann angreifen! Oh, man! Oh, jetzt können wir nur verteidigen. Zack, zack! Jetzt sind seine Pyramidenschildkröte loswerden. Na, was kommt jetzt? Aha. Okay. Verstärkung für die Arme und holen uns Truppen in Exil. Spielen sie auch gleich. Bieten sie das Tribut an und zerstören seinen Rio Koki. Zack, Endphase. Ja, genau, er ruft ihn sich wieder. Ahem. Ich hätte es wissen können. Na, was machst du jetzt, hä? Er macht nichts mehr. Wir haben eine Klinge, aber die bringen uns eigentlich wenig. Naja, egal. Zack, zack, zack. Ablegen, zack, ausrüsten. Zack, 1600 Angriffspunkte, jetzt greifen wir unser eigenes Monster an. Zack, 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 so, bam, in Phase. Aha, ich freue mich, aha, natürlich, ist klar. Nein. Mhm. Okay, ich habe verstanden. Jetzt übertreibt das aber echt jetzt, oder? Es hätte dich jetzt nicht schon genug Synchro-Monster gerufen. Also, komm schon. Ja, genau. Nee, doch, muss ich. Ja, komm, jetzt langweilt er mich aber. Also, das macht keinen Spaß mehr, Leute. Kein Fünkchen Spaß macht es jetzt. Es ist einfach nur nervig jetzt nur noch. Mein Spaß ist schon lange weg. Die Fährten seien genau gleich stark. Scheiße. Naja, aber einen will ich mitnehmen. So. Schnauze, Katze! Ich werde mich nicht mehr beherrschen können. Ernsthaft jetzt. So, Endphase. Oh, Junge. Du machst mich fertig, Spiel, weißt du, dieses Spiel macht mich.
Oh, Junge, Junge, okay, dann sage ich bis zum nächsten Part. Tschüss. Oh, Junge, ist das scheiße, echt.